Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des Sunfresh Ups. Heute sag ich mal Hallo, nicht Nico. Das ist, glaube ich, ein Novum. Naja, wir haben heute für euch was Neues mitgebracht, wie ihr euch denken könnt, nämlich... Genau, es geht ums Monitoring, also alle Möglichkeiten, wie wir den Zustand des Patienten kontinuierlich im Blick behalten können. Toll. Ja, ne? Großartig. Und wir haben uns gedacht, das machen wir irgendwie strukturiert, indem wir das Ganze einfach mal so ein bisschen nach unserem altbewährten ABCDE-Schema durchgehen und uns angucken, was wir in den jeweiligen Kategorien eigentlich alles für Aspekte der Vitalzeichen unseres Patienten beobachten können. Und da würde ich gleich mal einsteigen mit dem Punkt A, also alles, was in irgendeiner Form zu den Atemwegen gehört. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten zu gucken, wie es um die Atemwege des Patienten steht. Wenn wir einen Patienten haben, haben wir natürlich erstmal die oberste Frage, kann er frei sprechen? In der Regel, wer frei und ohne Probleme sprechen kann, hat auch freie und problemfreie Atemwege. Darüber hinaus haben wir dann natürlich immer die Möglichkeit, auch nach Atemgeräuschen zu hören. Das heißt, je nach Erkrankung, Asthmaanfall beispielsweise, kann man ja pathologische Atemgeräusche hören, also so Diemen, Brodeln, verschiedenste Dinge, die wir hören können, die uns anzeigen, da stimmt was mit den Atemwegen nicht. Und wir haben natürlich ganz, ganz einfach die Möglichkeit, einfach oben in die Atemwege mal reinzugucken, also eine Mundschau zu machen und zu schauen, haben wir da irgendwelche Fremdkörper im Mundbereich, Blut, Erbrochenes, die obligatorische Bulette, die da irgendwo noch klemmen könnte. All das sind Dinge, die wir im Bereich A im Blick behalten können, wenn wir unseren Patienten beobachten. Genau. Wenn wir da kein Problem haben, ihr erinnert euch, gehen wir gleich weiter zu B. Da können wir ganz viel auch dann schon durchs Beobachten gehen. Ne? Wir können uns anschauen, sieht der Mensch irgendwie zyanotisch aus? Ne? Also gibt es eine Blaufärbung, entweder so im gesamten Gesicht, dann wissen wir, okay, das ist jetzt schon ernst. Ja? Beginnen tut das immer da, wo viel Blut ist, das heißt an der Oberfläche, das heißt an den Lippen. Ja? Wangenschleimhäute, wenn wir schon sowieso in den Mund reinschauen, können wir das gleich mit beobachten. Sonst kann man auch mal so die Lider umklappen, auch Schleimhäute sich anschauen, ob die irgendwie bläulich oder weißlich oder so sind. Dann wissen wir, vermutlich fehlt da irgendwie mit Sauerstoff beladenes Blut. Wenn wir schon beim Angucken sind, schauen wir uns natürlich auch an, wie atmet der Mensch eigentlich. Ne? Was ist die Atemfrequenz? Die kann man mal auszählen. Da empfiehlt es sich, vielleicht erinnert ihr euch, den Patienten nicht vorher darüber aufzuklären, dass wir jetzt einmal seine Atemfrequenz aufzählen, weil das Erste, was er macht, ist, darüber nachdenken, wie er gerade atmet. Und plötzlich verändert sich diese Atemfrequenz. Ne? Wird schneller, wird langsamer, je nachdem, weil er sich sagt, ich muss jetzt ganz vorsichtig atmen. Ja, die können wir also auszählen, gucken, ob die normal ist, ob die sich verändert, in welche Richtung die sich verändert. Dabei sehen wir auch gleich, gibt es ein pathologisches Atemmuster. Ja, also atmet der ganz normal, ein und aus, atmet der besonders flach, ja, atmet der mal mehr und mal weniger tief, gibt es auch. Ja, oder wenn wir uns den Thorax anschauen, ne, bewegt sich irgendwie die eine Körperhälfte schneller als die andere. Ja, rechter Thorax braucht immer so ein bisschen länger, bis er aufgeht oder wieder zusammenfällt. Oder linker Thorax oder so. Das kann uns also auffallen. Dann, wie atmet der Mensch eigentlich so insgesamt? Ne, sitzt er so wie wir, ein bisschen zurückgelehnt und atmet ganz gut? Ja? Oder nimmt er irgendwie die Atemhilfsmuskulatur so? Ja? Stützt sich auf, ja? Hat vielleicht auch schon alles weit gemacht. Ich nestle mal so ein bisschen am Mikro rum. Das ist ein deutliches Zeichen. Gerade bei Kindern sieht man das ganz toll. Wenn die ihre Atemhilfsmuskulatur einsetzen, dann zieht sich richtig so zwischen den Rippen die Haut ein. Und dann haben wir natürlich noch technische Möglichkeiten. Wir haben natürlich die Möglichkeit, mit dem Stethoskop drauf zu hören. Da kriegt man auch manchmal noch Atemgeräusche mit, die man so von außen noch nicht unbedingt gehört hat. Und wir können natürlich auch, wenn wir das Gerät dafür haben, die Sauerstoffsättigung im Blut messen mit diesem SpO2-Messgerät. Erinnert euch bitte daran, das hat große technische Limitationen. Das wird in großen Bereichen sehr ungenau zum einen. Und das sagt nicht immer was über die tatsächliche Körperkernsättigung aus. Also wenn ich einen kalten Finger habe, kriege ich eine schlechte Sättigung. Du hast es, glaube ich, schon mal geschafft, von einem Zettel mit blauem Stift beschriebene Sättigung abzuleiten. Ja, von unserem Ehrenamtsflyer. Der hat von auch, unserem, der hat auch von unserem Flyer, ja, von unserem Flyer eine Sättigung abzuleiten. Also das mit Vorsicht zu genießen. Aber so können wir uns quasi das B des Patienten anschauen. Ganz genau. Und wenn wir damit durch sind, gucken wir uns auch so ein bisschen die C-Parameter des Patienten an. Da ist
sehr hilfreich, der allererste Eindruck, wenn wir den Patienten angucken. Wie sieht eigentlich die Haut aus? Was sagt uns die Haut über den Kreislauf des Patienten? Ist der Patient hochrot? Ist der Patient blass? Ist der Patient, wie wir es zum Beispiel beim Herzinfarkt kennen, blass und kaltschweißig? All das sind Dinge, die wir bei der Haut sehen können. Auch so ein bisschen, wie Nils schon gesagt hatte, eben die Schleimhäute. Das gibt uns dann auch so ein bisschen einen Hinweis darauf, eben nicht nur, ob da Sauerstoff fehlt, sondern tatsächlich auch, ob da überhaupt das Blut allgemein fehlt. Also blasse Lippen und nicht mehr kräftig rote Lippen. Und wenn wir da schon so ein bisschen weitergehen, haben wir auch die Möglichkeit, die Rekapillarisierungszeit zu prüfen oder das, was wir kurz mal Rekap-Zeit nennen. Also die Möglichkeit, auf das Nagelbett zu drücken, das Blut einmal so ein bisschen rauszudrücken und zu schauen, wie lange es dauert, bis eben das Blut wieder zurückkommt. Und da erwarten wir eigentlich so einen Wert von etwa 3 Sekunden, um sich wieder zu füllen. Und wenn das nicht der Fall ist, wissen wir, aha, der Kreislauf scheint nicht mehr ganz in der Lage zu sein, die hinterste Ecke vom Körper gut zu durchbluten. Also auch das ist ein wichtiger Hinweis. Darüber hinaus haben wir natürlich die Standardfertigkeiten unserer Sanitäterinnen und Sanitäter. Wir können Puls und Blutdruck messen und an der Stelle weise ich auch immer gerne darauf hin, Puls ist nicht nur etwas, wo man am Ende eine absolute Zahl an Schlägen pro Minute hat. Der Puls ist natürlich noch viel, viel mehr. Wir können am Puls erkennen, ob der Puls kräftig ist, ob er regelmäßig ist, ob er gut tastbar ist oder ob er uns eher so ein bisschen so fadenförmig vorkommt. Also allein durch das Handanlegen an den Puls und das Fühlen kriegen wir unheimlich viele Informationen, die über die reine Frequenz hinausgehen, was halt auch wichtig ist. Und last but not least, wenn wir schon so ein bisschen in den Bereich der Geräte gehen, haben wir auch immer die Möglichkeit, ein Überwachungs-EKG, also ein Elektrokardiogramm anzulegen und uns die elektrische Aktivität des Herzens anzugucken. Das wollen wir tatsächlich in einer späteren Folge auch nochmal separat besprechen. Genau. Dann kommen wir weiter im ABC-Schema und landen bei D. Ja, bei D vorrangig die zentral nervöse Probleme. Wir müssen irgendwie uns gucken, wie verändert sich so der mentale Zustand unseres Patienten. Ja, ist der orientiert? Bleibt der orientiert? Wird der immer müder? Wird der immer aktivierter? Das kann ja auch sein, hyperaktiv oder unruhig. Wie denkt der? Ne? Ist das so ein normaler, nachvollziehbarer Gedankengang, den man so mit dem Patienten hat? Oder habt ihr das Gefühl, der springt gedanklich immer von A nach B, der kann nicht so richtig was beibehalten? Vielleicht hört er sogar Stimmen und erzählt euch von denen oder sowas. Auch das gibt's. Ja, das kommt vor, das ist ein Krankheitssymptom. Das wollen wir natürlich irgendwie beobachten. Wenn der Patient nicht mehr so ganz klar ist, dann können wir zum Beispiel auch gut mal, kommen natürlich auch bei klareren, aber da hilft uns meistens nicht so viel, in die Pupillen schauen. Ja? Sowohl so sind wie groß sind die, als auch mit einer Lampe dann gucken, ob die auf das Licht adäquat reagieren, werden die kleiner, werden beide kleiner oder nur eins. Ja? Vielleicht das eine irgendwie auch unrund, dann ist es meistens kein richtiges Auge mehr. Ja? Oder irgendwas ist dauerhaft kaputt oder so. Mal gucken. Ja? Glasaugen sind zur Diagnostik nicht gut geeignet. Ja, das sind so Dinge, die sollte man bedenken. Ne? Aber da können wir also auch ein bisschen was daraus ableiten. Dann natürlich Blutzucker. Jeder bewusstseinsgetrübte Patient und jeder irgendwie bewusstseinsauffällige Patient bekommt von uns möglichst ja einen Blutzucker gemessen. Gerade bei Leuten, die eine Zuckerkrankheit haben, die sich zum Beispiel auch entsprechende Medikamente nehmen, oder bei denen der Blutzucker auffällig war, macht Sinn, den auch im Verlauf zu wiederholen. Ne, der kann sich ja verändern. Das ist ja gerade das Problem beim Blutzucker. Ansonsten kann man natürlich noch so ein bisschen gucken, verwendet der Mensch alle Extremitäten? Ne, habe ich zum Beispiel irgendwie so einen Schlaganfallverdacht, bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Dann gibt es ja diesen Fast-Test, ne, Kreuzgriff machen, lächeln, Zunge rausstrecken. Auch das kann man im Verlauf wiederholen. Vielleicht entwickelt sich das jetzt erst noch. Wenn wir Glück haben, erwischen wir das sehr früh, dann kann sich sowas eben entwickeln. Ne, und so können wir letzten Endes Disabilities, D-Probleme dauerhaft monitoren, immer schön mitschreiben. Auf jeden Fall, wer schreibt, der bleibt. An dem Punkt machen wir dann tatsächlich auch einfach weiter mit dem Bereich E, also Environment und Entkleiden, also je nachdem, welches ABCDE-Schema, welche Übersetzung man möchte. Letzten Endes gibt es da so ein paar Dinge, die wir im Blick behalten sollten. Zum einen natürlich die Temperatur des Patienten. Zumindest während wir diese Folge gerade aufzeichnen, geht es in Richtung Winter. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man auch mal unterkühlte Patienten hat. Und auch da ist es natürlich wichtig, die Temperatur des Patienten im Blick zu behalten und zu schauen, ändert sich das, also meine Maßnahmen, um Patienten zum Beispiel zu erwärmen. Ich habe ihm eine Wärmedecke umgehangen oder vielleicht auch 12 Wärmedecken umgehangen in der Hoffnung, dass das besser wird. Zu gucken, steigt die Temperatur wieder auf normale Werte an. Andererseits auch das andere Extrem, Patienten, die zum Beispiel einen Infekt haben oder Fieber, um zu gucken, wie entwickelt sich von der Dynamik her das Fieber, wie ist das da? Also dafür ist Temperatur ziemlich wichtig, um zu gucken, wo man steht. Und natürlich auch hier
So ähnlich wie wir es schon aus den neurologischen Gründen gemacht haben, jetzt eher aus dem Blickpunkt von Verletzungen zu schauen, wie sieht es mit DMS aus, also Durchblutung, Motorik, Sensibilität, kann der Patient seine Extremitäten oder die verletzten Extremitäten noch bewegen oder habe ich da eine Verletzung, die zunehmend schlimmer wird, also irgendwie weiter anschwillt oder eben zunehmend also die Bewegung wird zunehmend unmöglich oder tut zunehmend mehr weh. Auch das kann man ja so ein bisschen beobachten. Wie sieht's mit den Schmerzen des Patienten aus? Also hat er milde Schmerzen oder werden Schmerzen schlimmer? Auch da sind das Dinge, die wir durchaus fortwährend beobachten sollten. Und natürlich gilt ganz allgemein für unser Monitoring, für unsere Beobachtung, dass es wichtig ist, eben die Dynamiken zu erkennen. Denn viele Erkrankungen und Verletzungen sind ja nicht so Dinge, die passieren und dann bleibt es so, sondern das sind dynamische Prozesse, die sich entwickeln. Und unsere Aufgabe, wenn wir Patienten haben, ist es natürlich auch, genau diese Entwicklungen mitzubekommen und zu erkennen. Und genau dafür nutzen wir eben diese verschiedenen Parameter, die wir im Blick behalten. Und damit ist eigentlich auch schon alles zum Monitoring gesagt, denke ich. Genau. Das wiederholen wir dann und Details davon wiederholen wir vermutlich in der nächsten Folge. Bis dahin, lasst uns ein Like da, abonniert uns und drückt unbedingt auf diese Glocke. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.